Hallo, liebe Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und heute der fünfte Tag vom Westweg. Gestern habe ich es leider nicht mehr geschafft zu filmen. Ich war ziemlich fertig, das Wetter hat mich ziemlich umgebracht, muss ich sagen. Es waren auch orkanartige Winde angesagt und solche Geschichten. Also ziemlicher Shit. Heute soll es relativ trocken bleiben. Mal gucken, ob das so ist. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall weiter wandern. Und zwar zur Alexanderschanze. Ich bin gerade noch bei Unterst Matt. Also viel Spaß mit dem Video und vergesst nicht, wir können frei sein. Mann, Leute, ich bin außer Atem. Es geht die ganze Zeit gerade schon wieder nur hoch zur Hornisgrinde. Ich bin fast da. Da hinten sieht wunderschön aus. Wieder so die Wolken, wie fluffiger Teppich, wie auf den Bergen drauf liegen. Herrlich. Dafür hat sich der Aufstieg auf jeden Fall gelohnt, oder was denkt ihr? Und schon wieder so eine geile Aussicht. Also heute werde ich auf jeden Fall belohnt dafür, das, was ich gestern durchgestanden habe. Ja, und da geht's weiter zur Hornisgrinde. Ja, das ist der Hornisgrindeturm. Den hatte ich mir irgendwie größer vorgestellt. Reizt mir jetzt nicht unbedingt, da hochzugehen. Aber ich lese mir mal durch, was da so steht. Und wer das auch lesen möchte, der kann ja gleich einfach Stopp machen. Mich dünkt, ich habe diese Stelle da schon mal in einem Video eines bekannten YouTubers gesehen. Haha, ich habe euch nämlich eben nur testen wollen. Das eben war gar nicht der Hornisgrindeturm, sondern das da. Ja, genau so war das. Das war Absicht. Ja, der Hornisgrindeturm, erbaut im Jahre 1910. Sieht imposant aus. Aber hochsteigen, ich weiß gar nicht, ob man das darf, aber selbst wenn, heute möchte ich nicht mehr. Ja, ist ja gut. Ja, und dann wandere ich mal weiter zum Mummelsee. Na gut, ich gucke nochmal für euch, ob man da hoch kann. Hier ist sogar... Nur bei sehr guter Witterung und Sicht geöffnet. Tja, gute Witterung können wir vergessen. So weit kann man nämlich gucken. Ja. Hier sehen wir den Wildsee, der liegt da unten. Ich weiß gar nicht, ob wir da gleich noch runterkommen. Mal gucken. Ist auf jeden Fall wunderbar ruhig. Es ist wieder alles ein bisschen neblig, günstig. Aber das hatten wir die letzten Tage schon. Ja, hier geht bestimmt, wenn ein bisschen Schnee liegt, auch ordentlich was ab. Wie heißt das hier eigentlich nochmal? Ruhesteinschanze wahrscheinlich, oder so? Ah ja. Wenn es jemand weiß. Ja, wenn ihr wisst, wie die Schanze bei Ruhestein heißt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Vergesst das mal von eben, das hat sich, glaube ich, gerade selbst erklärt. Ja, und wenn einer weiß, was die Opa-Skispiele sind, dann schreibt es doch mal unten in die Kommentare, nicht, dass wir da einen Trend verpassen für Greise. Alles klar. So, jetzt bin ich oben auf dem Schliffkopf. War nochmal ein kleiner Anstieg, aber nicht zu wild. Und hier wieder überall diese Heidelandschaft, moorig.
Vogelbeeren überall. Ja, und Dunst, Nebel, Wolken. Ja, aber es geht immer fröhlich weiter. Ja, der fünfte Tag. Wie ist er bis jetzt so? Es gibt ein Problem und das ist das mit den Aussichten. Also ich kann oftmals die Dinge gar nicht sehen, die angepriesen werden auf so Aussichtstafeln und sowas. Das ist ein bisschen schade. Was gut ist, dass es nicht mehr regnet. Kalt ist es schon, irgendwo so bei 2-3 Grad. Ja, aber das geht, beim Wandern wird einem ja warm. Ich habe heute bis jetzt die weiteste Strecke gemacht, 28 Kilometer. Ich gehe wahrscheinlich noch auf 30 rauf. Ja. Ich werde dann irgendwo im Wald hier demnächst ein Nachtlager suchen, beziehungsweise mir eins bauen mit Tarp. Mal gucken, wie das läuft. Es ist schon sehr kalt, also es könnte ein bisschen frösteln heute, ich weiß es noch nicht, mal gucken. Ja, meine Beine tun auf jeden Fall weh, denn es gab viel rauf und runter, dafür allerdings nicht so stock und steinig. Und der Ausblick auf den Wildsee war sehr, sehr schön. Ja, ich wandere dann mal weiter. Seht ihr das? Wunderschön, oder? Ja, der Ausblick ist echt wunderschön. Aber ich bin total am Ende. Ich bin jetzt schon 32 oder mehr Kilometer unterwegs. Ich habe immer noch keinen Schlafplatz gefunden. Weder irgendwie was Gutes im Wald, noch eine Hütte, noch sonst irgendwas. Und ich ärgere mich so über mich selbst, dass ich mich ständig immer selbst herausfordern muss. Ich gehe gerade an meine Grenze. Und ist echt nicht gut. Ich muss mal anfangen, nicht immer so mich so stark herauszufordern und zu übertreiben und an meine Grenzen zu gehen. Ich glaube, das ist gesünder auf Dauer für meinen Körper. Naja, ich mache erstmal noch weiter. So, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum sitzt Alvo auf einmal in einem Zug, obwohl er doch eben gerade noch oben an der Schanze war. Das hat einen relativ einfachen Grund. Ich habe für mich gemerkt, ich bin relativ am Ende meiner Kräfte und habe mich nur noch gequält. Deshalb bin ich von der Schanze runtergegangen nach Bad Reichsbach. Genau. Und nehme da jetzt den Zug und fahre jetzt innerhalb von 11 Stunden wieder nach Hamburg. Ich bin körperlich total kaputt. Es gab noch zwei Dinge, die mich motiviert haben, weiterzumachen. Das war einmal, euch ein gutes Video zu liefern. Das Ding ist aber, ich habe schon so viel Videomaterial, dass ich eigentlich zufrieden bin und ihr auf jeden Fall einige gute Videos bekommen werdet. Und das zweite war, meine Grenzen auszutesten. Und meine Grenze habe ich so ein bisschen jetzt gefunden. Das war relativ viel. Und das merke ich jetzt. Dann kommt halt vor allen Dingen meine Knie zu tragen, dann, dass ich zu viel Gepäck dabei hatte, dann, dass das Wetter echt schlecht war und damit auch noch gleichzeitig nicht nur mir das Schlafen schwer gemacht hat, sondern ich null Sicht hatte und das hat mir nochmal Motivation weggenommen. Also ich habe richtig gemerkt, wenn die Sicht da war, dann war ich richtig motiviert und hatte ich gute Laune, aber die meiste der Zeit war einfach nur Nebel und man hat nichts gesehen, keine 20 Meter weit teilweise. Ich muss sagen, das hat mich auch sehr stark demotiviert jetzt und dann habe ich alles in allem jetzt den Schluss gefasst, wieder nach Hause zu fahren. Relativ spontan dann ja. Also ich war vorher ja bei der Alexanderschanze
bin dann nachts durch den Wald nach Bad Reichsbach gewandert, weil es mir einfach ein bisschen zu viel wurde. Ja, so Ende Tag 5 auch schon, damit auch insgesamt der Westweg. Das heißt aber nicht, dass es keine Westweg-Videos geben wird, außer das Tagebuch, weil auch noch sehr viel Ausrüstung, Nachbesprechung etc. Da werde ich noch sehr viel für euch drehen. Aber das mache ich dann zu Hause von einem gemütlichen Sessel aus. Ja. Ja, und wenn dir mein Videotagebuch zum Westweg gefallen hat und du alle Videos gut fandest, dann lass mir doch ein Like da für dieses Video. Abonniere mich, denn dann verpasst du auch keine anderen Videos, die zum Westweg noch kommen werden. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss, tschüss. Und immer dran denken, wir können frei sein.